Hi. Na? Hallo. Hallo. Beim Putzen verbrennt man etwa 150 Kalorien pro 30 Minuten. So, beim Bad haben wir uns darauf geeinigt, dass ich nur meine Seite sauber mache, weil ich mich halt immer aufgeregt habe, weil der Lukas, bei dem sieht es halt immer aus wie Sau. Und deswegen haben wir ausgemacht, dass ich nur meine Seite sauber mache, weil hier bin ich mit Sophia. Und guck mal, wie es da aussieht. Und deswegen macht jeder seine Seite sauber. Das finde ich nur fair. Mal guck mal, wie es bei uns aussieht. Und da sieht es mal aus, als hätte ein Elefant drauf gekotzt. Weißt du, das nervt mich dann aber jetzt. Kann ich nachts wieder nicht schlafen, wenn das aussieht. Das ist ausnahmsweise das letzte Mal. Das sagt sie auch jeden Tag. Naja, sie hat dann auch diesen speziellen Look drauf. Also sie hat ja mehrere Looks. Wenn sie guckt, dann guckt sie so. Und wenn sie dann irgendwas reinigt, dann kannst du so mit ihrem Mund, mit dieser Lippe. Fertig. Siehst du, jetzt fühle ich mich auch wieder wohl. Man macht es sich so schön daheim, weil ich bin ja auch immer so viel weg und viel auf so Flugzeugtoiletten, wo alles verschissen ist und so. Das ist ja auch, deswegen, ich glaube, das wirklich so extrem wert, dass daheim alles sauber ist, dass das Bett schön ist. Aber ich würde sagen, es ist nicht krankhaft, oder? Ich weiß nicht, ob das noch normal ist, jetzt so einen richtigen Putzfimmel. Und wenn wir auch abends mal auf der Couch sind, ganz entspannt, schafft die es, fünfmal mit irgendeinem Lappen anzukommen und den Tisch abzuwischen. Obwohl niemand gegessen hat, das macht ihr entweder einfach Spaß oder sie hat da so ein... Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es ist für mich schon ein bisschen zwanghaft. Es ist einfach, ich mag es halt gern sauber. Für Lukas ist es halt auch Putzen, wenn er auf Socken durch die schmutzige Bude schlurft. Ich genieße noch die letzten Minuten hier auf meinem wunderschönen, rosanen Sofa. Denn Lukas entsorgte kaltblütig seinen gepolsterten Nebenbuhler. Dieses Sofa hat die besten Zeiten gesehen. Ich hoffe, ich verletze jetzt nicht deine Gefühle, aber ich habe echt ein neues bestellt. Ohne Quatsch. Wirklich, ich habe ein neues bestellt. Naja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich sie auch fragen können. Du hattest es ja bestellt. Mhm. Und ich wollte mich auch scheiden lassen. Wegen dem Sofa, Schatz. Was ist denn jetzt schon wieder los? Weil ich das hasse, wenn du einfach Sachen ohne mich machst. Boah, das Krasse ist, man sagt ja, je länger man zusammen ist als Paar, desto ähnlicher wird man sich. Guck mal, ich habe jetzt angefangen, mehr Tee zu trinken. Und der Lukas, der hat sich meine Taktik geklaut. Und ich habe es auch immer so gemacht. Dass wenn der jetzt mal weg war und hatte eine Show irgendwo hier in Mallorca oder so, da habe ich irgendwie hier, habe ich hier Online-Bestellungen und da hat die Kreditkarte geglüht, wenn der nicht da war. Und habe alles rosa bestellt, ein paar Kissen und dann mal da Deckchen. Ich bin da systematisch vorgegangen. Dann ist es nie aufgefallen. Und der Lukas hat es jetzt genauso gemacht. Da hat er einfach ein Sofa bestellt. Guck mal, wir machen jetzt so eine mega geile Küche. Da muss das Sofa muss auch gut aussehen. Ja, aber ich schlafe ja nicht in der Küche. Ja, aber du kriegst ein Sofa mit Bett. Hast du das überhaupt vermessen vorher, Nein, das Ding? Ich habe das einfach gekauft, weil ich es schön fand. Ja, was ist, wenn es zu schmal ist? Dann schicken wir es zurück. Ja, aber dann haben wir ja gar kein Sofa mehr. Das kommt ja jetzt weg. Das kommt weg. Ah, das ist super durchdacht, Lukas. Guck mal, man muss auch mal Daumen drücken. An das Gute und positiv denken. Oh, das hasse ich so an dir. Ich habe das Sofa online bestellt. Ich weiß weder wie lang, wie breit. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich hoffe, dass es nicht zu klein ist, nicht zu groß. Das wäre natürlich jetzt schon schlecht, wenn das alte Sofa rausgeht und das neue nicht passt. Oje, oje, gibt's Ärger, das weiß ich schon. Ach was, Dani wirkt doch gerade voll entspannt. Naja, meine Frau ist da schlimm, weil wenn irgendwas nicht passt, dann fängt die an zu meckern und zu nagen. Nee, so. Bis ich durchdrehe, bis mein Ohr blutig wird. Papa, guck mal, ich spiele jetzt mal Mama, okay? Ja, spiel mal Mama. Okay, guck mal, das ist jetzt ganz sauber, ne? Okay. Ja. Boah, was ist das? Lukas, du lässt mich immer putzen, immer. Du lässt mich immer putzen, ne? Immer. Wo ist meine Fernbedienung? Keiner parodiert mich so gut wie die Sophia. Wenn ich das dann sehe, frage ich mich wirklich, warum der Lukas mich geheiratet hat. Wo ist mein Putzzeug? Wo sind die Mülltüte? Wo ist meine Lappe? Lukas. Lukas. Ja? Was machst du? So.
Sophia kann jedes Wort, die kann jedes Wort auf Deutsch, Pfälzisch, Pfälzisch, Deutsch. Was sind Aaretropfen? Augentropfen. Was sind Einkaufswache? Einkaufswache. Man muss eigentlich die Endungen immer weglassen, immer ein SCH irgendwo mit reinwursteln und den Anfang auch weglassen und immer ein Ä. Wo ist denn der Lumpe? Wo ist der Lappen? Ich habe als Kind in der Schule, ich habe ganz viele Rechtschreibfehler gemacht, weil ich natürlich kein richtiges Deutsch gelernt habe. Ich habe dann geschrieben, meine Mutter ist in der Kisch. Wir sagen ja nicht Küche, wir sagen Kisch. Da kann man ja als Kind nur Scheiße abschneiden in Deutsch. Ich hatte immer eine 4 oder eine 5, weil ich in der Pfalz wohne. Und jetzt wohnt sie auf Malle und bekommt ein neues Sofa. Hola, señores, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Super. Esto es, no? Sí. Genial. Nein, ich dachte gerade, oh Gott. Nein, die ist es nicht. Das muss nicht schon wieder. Ich dachte gerade, die ist Scheiße. Hoffentlich freut sie sich nicht so früh, dennoch weiß Dani nicht, welches textile Schmankerl ihr Göttergatte heimlich geshoppt hat. Guck mal, wenn du so eine perfekte Couch hast, dann kannst du dich nur verschlechtern. Das ist unsere erste gemeinsame Couch. Und ich glaube nicht, dass der jemand das Wasser reichen kann. Es ist wie, als müsste ich den Mutterleib verlassen. Oh. Wirklich, ich war da auch immer so die drauf. Die Mama ist so ein Drama-Queen. So, ich war auch immer so da drauf. So. Ich habe fast das Gefühl, als wäre das Sofa ein neues Körperteil von Dani geworden. Dass sie so da dran hängt, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Nein, ich will nicht. Kommt sie, du am einen Bein, ich am anderen. Ja. Nein, lass mich im Mutterleib. Ja. Runter von deinem Sofa, hopp. Raus in die Welt. Nein. Runter vom Sofa. Ach, runter vom Sofa jetzt. Ja. Es reicht. Es reicht. Da haben wir schon Filme geguckt, Serien. Da wurde schon der Lachs gebuttert. Alles. Das ist der Mega-Couch. Die ist schon immer bei uns. Die ist wie so ein Haustier. Gott, dass es so dramatisch wird, hätte ich nicht gedacht. Schatz, ist gut jetzt. Mann. Mann, echt, das ist ja unmöglich. Nimm du den Fuß. Ja. Jetzt kommt die so auf den Couchfriedhof. Man weiß doch nicht, okay, kommt die in gute Hände. Mann, es gibt noch ein Ehedrama, ich spüre das schon. Traurig. Heute liegt echt. Ja, schon ein bisschen. Heute liegt was in der Luft. Weil ich nicht weiß, ob die andere besser ist. Ja, die ist besser. Siehst du doch schon. Die ist doch strahlend weiß, unberührt wie der Schnee. Ich hasse alles, was neu ist. Deswegen würde ich dich nie verlassen. Das ist ehrlich gesagt gut, aber heute ist Zeit für ein neues Sofa. Schafft Hebamme Lukas sein Dani-Baby an die neue Gebärmutter-Couch zu gewöhnen? Komm zurück! Schatz, jetzt ist aber mal Schluss. Jetzt ist Schluss. Jack, komm zurück! Komm zurück! Die Nabelschnur ist endgültig durchtrennt. Und Dani leidet. Man muss man einfach loslassen. Man muss sich verabschieden, Papa, tschüss sagen. Das ist wirklich wie die Titanic-Szene am Schluss. Daniela, du wirst weiterleben. Du wirst deine neue Couch finden. Nein, bleib hier. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Na, ich weiß nicht, ob die lang genug ist. Also, ob die so prächtig ist wie die andere. Ja. Also, bleibt das jetzt so? Oder kommt da noch was dran? Die wird jetzt schon noch ausgepackt, Schatz, hoffe ich, oder? Nein, schon klar, aber ich meine, ob die, also kommt da noch irgendwie so ein Eck dazu? Oder? Nein, da kommt kein Eck dazu, die ist so, aber die kannst du so nach vorne ausziehen. Ja, jetzt lass dich mal überraschen, Schatz, bevor du jetzt schon wieder einen Teufel an der Wand malst, ganz gechillt bleiben. Da wusste ich, das kann nur scheiße werden. Sophia und ich finden es schon mal cool, gell, Schatz? Ich muss mein Happy Dance kurz machen, das muss ich immer machen. Bist du so happy? Eins ist mal sicher, Dani ist alles andere als amused. Lukas denkt dran, happy wife, happy life. Oh, Mamas Gesicht. Wo ist der Rest? Was für ein Rest? Da kommt doch noch ein Stuhl. Lass dich mal überraschen. Sieht mega aus, ich find's super. Die Schlümpfe und Hobbits fühlen sich da wohl auf der Couch. Dani auch. Nicht. Sehr schön sieht es aus. Ich habe gerade einen Porsche gegen Trabi getauscht. Zeig mal bitte, wo ist der Rest?
Ich lach dann auch, wenn ich heute Abend da drauf leg. Lukas? Ja, Schatz. Ich glaube, ich muss los. Lukas? Setz dich mal da drauf. Ich hab's mir echt, ehrlich gesagt viel größer vorgestellt. Ja. Ich glaube, das ist so ein Männerproblem. Die haben immer so eine verzerrte Größenwahrnehmung. Das ist ja immer so. Setz dich doch mal dazu, Schatz. Und? Mama, lehn dich an. Lehn dich an. Bring mal die Glitzerkissen. Vielleicht peppen die ein bisschen auf. Vielleicht retten die. Das war dem selber so peinlich, dass er so verzweifelt war, dass er die Glitzerkissen aus der Ecke geholt hat. Was er hier schon seit 5 Jahren wegschmeißen will. Guck mal. Ist doch schon fast so wie vorher. Ah, ja, super gelaufen. Also, das war echt ein Griff ins Klo. Ich glaube, dass die Scheidungsrate am höchsten ist, wenn der Mann eine Couch bestellt. Nicht, wenn er fremd geht oder im Puff erwischt wird. Wenn er eine neue Couch bestellt, dann verlassen die Frauen die Männer. Ich würde sagen, ich schlafe mal eine Nacht drüber und dann überlegen wir, was wir machen. Also, entweder wir bestellen noch irgendeine Couch dazu, dass es dann eine Couch ist. Oder wir gewöhnen uns dran und machen halt das Beste draus. Also ich habe mir auf unserem alten Sofa habe ich mich dir nie so nah gefühlt wie auf diesem Sofa. Es liegt vielleicht daran, dass es so klein ist. Kann das sein? Sei einfach ruhig.